Kira und ich sind seit 2013 ein Team. Es war klar, dass wir das gleiche Ziel hatten. Zu Olympia zu fahren, Gold zu gewinnen, das war unser Traum. Wir hatten so hart gearbeitet. Wir waren perfekt aufeinander abgestimmt, bevor alles auseinanderfiel. Ich bekam pfeifrisches Drüsenfieber. Es hat mich so schwer erwischt, dass ich monatelang nur auf dem Sofa liegen konnte. Das war, als würden sich plötzlich alle unsere Ziele und Träume in Luft auflösen. Ich habe mich gefühlt, als hätte ich Laura im Stich gelassen. Ich hätte es verstanden, wenn sie gegangen wäre. Aber es war unser gemeinsamer Traum. Ich wollte nichts anderes. Mit Kira oder gar nicht. Wir haben uns gegenseitig gepusht. Wir haben alles gegeben. Wir haben gekämpft. Und sie war immer an meiner Seite. Schritt für Schritt. Tag und Nacht trainieren. Auf und neben dem Platz hart gearbeitet. Als wir das Finale in Rio endlich erreicht haben, konnten wir selbst nicht glauben. Gerade nach dem, was wir alles durchgemacht haben. Wir gegen die Brasilianerin. Auf ihrem eigenen Boden und vor heimischem Publikum. Wir wussten, wir müssen alles zusammenbringen, was wir uns in den letzten 4 Jahren hart erarbeitet haben. Was für ein hart umkämpftes Spiel! Beide Teams weigern sich aufzugeben. Und die Brasilianerinnen versuchen alles, was in ihrer Macht steht, um die Deutschen aus dem Rhythmus zu bringen. Laura Ludwig und Kira Walkenhorst arbeiten perfekt zusammen. Ein fantastisches Team. Es musste definitiv Kira neben mir sein. Diese Verbindung zwischen uns, das ist halt instinktiv. Das war unsere größte Stärke. Nach allem, was sie durchgemacht haben, stehen die Deutschen kurz vor dem Sieg. Ja! Sie haben die Top-Favoriten komplett auseinandergenommen. Wir haben hart füreinander gekämpft und uns gegenseitig gepusht. Alleine waren wir gut. Zusammen waren wir unschlagbar. Verfolge deinen Traum. Egal, was kommt.